Ja, meine Damen und Herren, nachdem heute, was sinnvoll ist, vorwiegend die Erfahrungsberichte der Einheimischen dominiert haben, erlaube ich mir, nach dem Kollegen vom Norden auch noch mal den Blick eines Wessis auf diese Prozesse Ihnen als persönliche Erfahrung mitzuteilen. Bei der Gründung des Freitag wuchs zusammen, was nicht unbedingt zusammengehörte. Ein einigermaßen geläuterter Rest von Redakteuren der linken zum DKP-Spektrum zählenden Volkszeitung traf auf die Redaktion des Sonntag. Das war kein Widerstandsblatt war, aber doch eher am soweit vorhandenen bürgerlichen Rand der DDR agierte. Die Sonntagskollegen sitzten sich, kein Genossen-Du, wir duzten uns. Trotzdem konnten wir die Sonntagskollegen überzeugen, dass sie mit uns mehr Eigenständigkeit bewahren würden als mit der Zeit, die sie übernehmen wollte und mit der die Gespräche auch weit fortgeschritten waren. Ein Kollege des Sonntag, der zu früh verstorbene Detlef Lücke, wurde Chefredakteur. Die Kollegen vom Sonntag, zum Beispiel Jutta Vogt, Renate Rauch, als Autor Christoph Dickmann, heute bei der Zeit, brachten mit, was man im Westen nicht unbedingt mit DDR-Journalisten assoziierte. Sie konnten hervorragend und stilsicher formulieren, gut beobachten, viele waren von ihnen herausragende Schreiber. Wir dagegen konnten vor allem Politik, stritten, teils erbittert, über die Haltung des Blattes zum Irakkrieg. Das blieb den Sonntagskollegen fremd. Jutta Vogt litt an unserer Gewohnheit, alles zu diskutieren. Diskutieren ist für mich immer Sülzen gewesen, erklärte sie. Die Unterschiede zwischen Ost und West wurden am Freitag zum Thema. Mit der Serie Grenzgänger schrieben wir über Menschen, die im jeweils anderen Teil Deutschlands lebten und arbeiteten. Gegen manche ostdeutschen Bedenken in der Redaktion setzte ich die Serie Krach der Deutschen durch, die 1990 im ersten Jahr der Einheit auftretenden und sich verschärfenden Spannungen zwischen Ossis und Wessis thematisierte. Ich erlebte, wie für meine ostdeutschen Kollegen, die morgens als Erste kamen, um beim Kaffee ausführlich die Zeiten auszuwerten, während wir Wessis abends die Letzten waren, nichts blieb, wie es war. Alles, von der eigenen Krankenkasse über die Bank bis zum politischen System, stülpte sich um, von den Werten gar nicht zu reden. Wie viele Jahre hat es gebraucht, um Polikliniken oder Kinderkrippen vom Westen aus ohne ideologisches Ressentiment zu sehen? Einige brachen radikal mit der DDR-Vergangenheit, andere, so empfand ich es, robbten zurück. Als mein Kollege S. während eines Interviews mit dem PDS-Politiker Modo ihn als Genosse ansprach, versank ich im Boden. Anschließend wollte er meinen Zorn nicht verstehen und das Interview war auch miserabel. Ich könnte mich heute noch ärgern, dass wir es veröffentlicht haben. Nicht wegen des Interviewten, sondern wegen der unkritischen Fragen. Trotzdem waren S. und ich eine Zeit lang Freunde. Später schalt er mich im Blättchen einen kalten Marktliberalen. Dass meine ostdeutschen Kollegen Zeit brauchten, um diesen Prozess grundlegender Veränderung und damit auch immer ständig neuer persönlicher Entscheidungen zu bewältigen, habe ich erst später richtig verstanden. Und sie brauchten auch Zeit, diese Veränderungen in Worte zu fassen. Wo Medien dafür ein Forum boten, haben sie sicher zur Entwicklung der Demokratie beigetragen. Das gilt bis heute. Darum ist es auch wichtig, dass Ihre Zeitung, die ich in diesem Herbst während einer Wanderung durchs Thüringische las, fast täglich seitenweise Lesermeinungen dazu veröffentlichte, dass die DDR kein Unrechtsstaat und die Bundesrepublik eigentlich auch kein Rechtsstaat gewesen sei. Auch wenn ich jeden Tag neu erstarrte und dachte, die Zeit sei stehen geblieben. Mit der thematischen Konzentration auf den Vereinigungsprozess wandte sich der Freitag mehr dem Osten zu und verlor im Westen Leser. Denn die alte Bundesrepublik interessierte die Einheit nicht. Der Prozess der Vereinigung war einer, der sich, nach den Vorgaben des Westens wohlgemerkt, fast ausschließlich im Osten abspielte. Daran änderte auch nichts der Import von grünen Ampelmännchen nach Köln. Während sich der Freitag nach Osten wandte, versuchte die Berliner Zeitung den Westen, zuerst einmal den Westen der Stadt zu erobern. Die Ausgangsbedingungen waren gar nicht so schlecht. Herausgeber war der durch seine Talkshow Talk im Turm bekannte und renommierte Erich Böhme, ein liberaler, kluger Mann, den Augstein als Spiegel-Chefredakteur herausgeworfen hatte, weil er nicht wiedervereinigt werden wollte und das auch geschrieben hatte.
Böhme konnte Politik, war neugierig, hatte Lust am Streiten und viel Sinn für ein wenig Randale oder Boulevard. Der richtige Journalist zur rechten Zeit am rechten Ort. An seiner Seite der Ostdeutsche Hans Eggert als Chefredakteur, der seine ostdeutschen Leser gelegentlich, aber nie abschätzig gemeint, als das Ossi titulierte. Er kannte sie wie kein Zweiter. Unter dieser Führung haben wir ziemlich unbekümmert Zeitung gemacht, enthüllt, kommentiert, Neues versucht. Wir waren ständig in Bewegung und immer ein wenig außer Atem. Das wäre im Westen mit seinen eingefahrenen und verkrusteten Strukturen undenkbar gewesen. Und wir arbeiteten ohne finanzielle Nöte. Aber immer dicht am Stammleser, den wir bei großen Veranstaltungen im hässlichen Saal der Berliner Zeitung trafen, zu politischen Diskussionen oft überfüllt, bei denen die Leser diszipliniert eine Schlange vor dem Saalmikrofon bildeten, wie die Briten vor der Bushaltestelle. Trotzdem gewann die Zeitung auch im Westen eine wachsende Anzahl von Lesern, vermutlich wegen ihrer Frische, in einem Westberliner Markt, in dem sich jedenfalls anfangs, dann später nicht mehr, die Konkurrenz Blätter in den verstaubten Westberliner Verhältnissen eingerichtet hatten. Und auch bei der Berliner Zeitung traf ich zu meiner Überraschung auf einen ostdeutschen Kollegen, den Chef der Seite 3 und des Magazins, der ganz viel von Sprache und vom Aufbau guter Geschichten verstand. Und der Alexander Osang lange bei der Zeitung halten konnte. Leitartikel konnte ich. Reportage habe ich bei ihm gelernt, bei L, jedenfalls einigermaßen. Später stellte er sich als einer der spätentdeckten IMs heraus, ein Teil des Buchstabens L hatte in der Rosenholz-Datei gefehlt. Mit einem Chefredakteurswechsel begann das wohl größte Experiment an einer ostdeutschen Zeitung. Die Berliner Zeitung sollte zu einer mit bundesweiter Ausstrahlung in Konkurrenz zu den überregionalen Blättern werden. Wir gewannen viele, damals noch von Frank Schirmacher genervte, naturgemäß konservative Kollegen der FAZ, die sich mit einem Teil der Ostintellektuellen, auch mit Volker Müller, unter den Redakteuren der Berliner Zeitung übrigens durchaus gut verstanden. Auch das war eine ungewöhnlich spannende Zeit, Zeitung zu machen. Ob das Projekt hätte gelingen können, ist im Nachhinein schwer zu sagen. Es scheiterte an der mangelnden Ausdauer des zeitungsunkundigen Verlagshauses Gruner und Jahr, der späteren Wahl eines dafür ungeeigneten Chefredakteurs und schließlich an der aufkommenden Zeitungskrise. So bleibt Rotkäppchen die Ehre vorbehalten, als ostdeutsches Produkt den gesamtdeutschen Markt aufgerollt zu haben. Meine letzte Station in den neuen Ländern war die Mitteldeutsche Zeitung in Halle. Hier konnte ich mich auf einen Kreis von Redakteuren Mitte 30 stützen, die so jung waren, dass sie nicht durch die Zeit in den DDR-Redaktionen abgeschliffen oder gar gebrochen waren und die aus eigener existenzieller Erfahrung besser als alle Westkollegen wussten, dass die Welt nicht immer so weitergeht, wie es ihnen vertraut ist. Und so haben wir auch in Halle mit einer Unbekümmertheit Zeitung gemacht, der ich im Westen später durchaus nachgetrauert habe. Der Not der Zeit gehorchend, der strengen Vorgaben, nenne ich nur ein mir charakteristisch erscheinendes Beispiel. Am meisten Spaß bereitete mir im Sommer 1999 eine sich über Wochen hinziehende Partisanenaktion mit Hallenser Händlern für verkaufsoffene Sonntage. Sie öffneten auch in Halle einfach ihre Läden als Antwort auf die geöffneten Leipziger Geschäfte. Trotz brütender Augusthitze funktionierte es. Die Ossis kaufen eben gern am Sonntag. Geknickt erklärte die Gewerkschaftschefin in der Mitteldeutschen Zeitung, ich verstehe die Leute nicht. Sie meinte die Kaufenden und unser Kulturredakteur schrieb, der Kundenstrom, nennen wir ihn Sonntagsdemonstration, schwillt von Mal zu Mal an. Ostdeutsche setzen der Langeweile ein Ende, weil sie keine geheiligten Tage kennen und somit auch keine religiöse Scham vor dem Konsum. Dürfen wir das? Hatten die Redakteure auf der Konferenz gefragt. Ich wusste es nicht. Der Leipziger Einzelhandel vermeldete Umsatzeinbußen, bis der Regierungspräsident unserem Treiben ein Ende mit einem ausdrücklichen Verbot ein Ende setzte. Ich bin schweren Herzens in den Westen zurückgegangen. Ich wusste, ich werde dort nie so unbekümmert Zeitung machen können. Und so war es auch. Was Erich Böhme als Angestellter in Berlin war, war Alfred Neven-Dumont als Eigentümer in Halle. Ein Herausgeber,
der neugierig auf die Menschen in den neuen Ländern war, der politisch und publizistisch interessiert ist. Nennen wir ihn einmal einen guten Kapitalisten. Beide erleichterten als Leitfiguren den Prozess der Veränderung, weil sie Orientierung boten und Verantwortung übernahmen. Sie füllten eine Lücke aus an ostdeutschem Führungspersonal, die weniger durch politische Belastung, das auch als vor allem durch mangelnde Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung entstand. Gerade die von mir eben gelobte Gruppe der 30-Jährigen, der damals 30-Jährigen, begnügte sich mit vielerlei Begründung. Nicht mein Ding, schreibe lieber, mit ihrer Arbeit und verweigerte höflich den Aufstieg in den Hierarchien der Redaktion. Das ist jetzt erfreulicherweise anders. Wir blicken heute zurück. Herzlichen Glückwunsch zum 25. Jahrestag, sollten aber nicht stehen bleiben. Was die Bürger der DDR vor 25 Jahren erlebten, einen solch grundlegenden Bruch, erleben wir jetzt weltweit auf dem Feld der Industrie, der Gesellschaft und natürlich auch im Journalismus. Sicher wird weiter geschrieben, interviewt, fotografiert und recherchiert werden. Aber ansonsten bleibt nichts, wie es war. Das ist nicht nur eine Frage des Mediums, des Papiers. Das Genre Zeitung ist prinzipiell in Frage gestellt. Und ausreichende Antworten liegen noch nicht vor. Aber Sie haben hier zu Lande einen gewissen Vorzug gegenüber dem Westen. Wer schon eine Revolution erlebt hat, bringt für diese neue und meines Erachtens grundlegendere Revolution zumindest ein paar wichtige Erfahrungen mit. Nutzen Sie diese.